sein eigenes Homelab oder Heimnetzwerk von außen per VPN zugänglich machen. Für Unify-Nutzer gibt es da mit Teleport VPN eine super einfache sogenannte Zero-Configuration-Lösung, die auf WireGuard aufsetzt. Für wen diese VPN-Lösung etwas sein könnte, welche Voraussetzungen man dafür haben muss und wie man sie einrichtet, das zeige ich euch in diesem Video. Nach dem Intro geht's weiter, bleibt dran. Ja, willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Was habe ich gemeckert in meinem letzten Video zum Umstieg AVM zu Unify? Verlinke ich euch hier gerne in der Video selber und auch unten in der Videobeschreibung, dass alle die integrierten VPN-Lösungen von Unify alle auf IPv4 basieren und für mich mit meinem Glasfaseranschluss, der IPv6 hat, überhaupt gar keine Lösung vorhanden ist. Ne? Also alles nicht wirklich nutzbar. Aber das stimmt nicht so ganz, weil Unify stellt mit Teleport VPN nämlich ein universelles und total einfach einzurichtendes VPN zur Verfügung. Allerdings gilt das nicht für alle Hardware- und Softwarelösungen. Ja, dann schauen wir uns die Voraussetzungen mal an, unter denen man Teleport VPN entsprechend nutzen kann. Und dann sind wir jetzt hier auf der Unify Help-Seite und da wird jetzt ein bisschen was dazu gesagt, unter welchen Bedingungen das alles funktioniert. Ist nicht übermäßig viel, aber ich denke, für diese, wie es hier schon so schön steht, in dem ersten Satz, Zero Configuration VPN, ist das, glaube ich, durchaus ausreichend. So, und also die Grundvoraussetzung ist, und das steht hier in dem ersten Passus, man benötigt also auf der Hardware-Seite ein Next Generation Gateway oder aber ein Unify Cloud Gateway. Dazu braucht man entsprechend das Unify Operating System, was dann läuft. Heißt also, mit einem selbst gehosteten Controller funktioniert das nicht oder aber auch mit einem Gateway, was nicht aus der Serie Next Generation oder Cloud Gateway kommt, ist dieser VPN-Zugang entsprechend nicht vorhanden. Das heißt, man kann ihn nicht nutzen. So, wie funktioniert das Ganze? Also am Ende des Tages wird hier und das zeige ich euch gleich nochmal im Controller selber, wird ein Einladungslink entsprechend erzeugt und diesen Einladungslink, den kann man dann verschicken per Mail oder wie auch immer. Und mit diesem Einladungslink hat dann der Eingeladene die Möglichkeit, unter Nutzung der WifiMan-App entsprechend Zugriff auf das Netzwerk zu erhalten. Diese WifiMan-App, die gibt es für iOS, die gibt es für Android, die gibt es auch als Desktop-App und für unter Windows. Und da kann man sich dann entsprechend, wie gesagt, diesen Link reinkopieren und dann hat man Zugriff auf das Netzwerk. Das Ganze basiert auf WireGuard, was ich persönlich gut finde, weil ich denke, WireGuard ist ein aktuelles und sehr schnelles VPN-Protokoll. Und von daher ist das schon für mich eigentlich eine super Sache. Wichtig ist noch, dass so ein Einladungslink, und das steht hier mit der Note, dass das entsprechend so ein Einladungslink 24 Stunden Gültigkeit hat. So, jetzt gibt es hier noch so ein paar Frequently Asked Questions, heißt also hier unter 1 kann man so einen Zugriff auch entsprechend widerrufen. Ja, das kann man. Man kann ihn widerrufen, wenn er noch nicht benutzt wurde, dann kann ich das entsprechend im Controller unter der Einladungshistorie machen und kann den dort zurücknehmen. Wenn der Zugriff aber schon genutzt wird, kann ich aber auch das Device selber dann entsprechend, wenn ich es in meinem Controller habe, kann ich das da auch entsprechend sperren oder beziehungsweise rausschmeißen. So, unter Punkt 2 wird natürlich gefragt, was ist mit meinen Daten? Ne? Wird da irgendwas aufgezeichnet? Nee, also Unify sagt hier ganz klar, nee, also es wird überhaupt gar keine Datenaufzeichnung entsprechend gemacht. Und das heißt also, von daher ist das auch unter Sicherheitsaspekten und unter Privatsphäreaspekten ist das für mich erstmal soweit okay. Ne? Das ist also alles, wie ich gerade schon sagte, WireGuard encrypted und sollte passen. Ne? Dann noch eine weitere Frage hier unter 3, ob man auch parallele VPNs nutzen kann. Heißt, ob ich jetzt diesen Teleport unter Umständen mit einem, OpenVPN oder irgendwas. Anscheinend scheint das zu funktionieren. Ich persönlich habe es nicht probiert. Ich habe mich jetzt nur auf Teleport erstmal konzentriert, aber das soll funktionieren. Und dann gibt es noch die Frage, ob man auch das Teleport nutzen kann hier unter 4, wenn man noch einen zusätzlichen
ein zusätzliches Gateway oder einen zusätzlichen Router vorgeschaltet hat, der dann entsprechend nett macht. Das soll wohl auch funktionieren, wenn ich das hier richtig übersetze. So, letztendlich ist dann noch die Frage, ob es als Desktop- oder Laptop-Client funktioniert. Die habe ich jetzt nicht so ganz hundertprozentig verstanden, weil weiter oben war ja klar, es gibt eine Desktop-App. Also für mich ist dann da eigentlich klar, dass wenn ich diese Desktop-App nutze, dass ich auch von einem Notebook oder von einem anderen Windows-Client entsprechend zugreifen kann. Ja, aber gehen wir jetzt in den Unify-Controller und hier seht ihr dann schon mal mein Netzwerk. Wie bin ich jetzt da hingekommen? Ich stehe schon bei VPN, ne? Ich habe hier Teleport schon geöffnet. Also man geht hier einfach auf die Settings und über die Settings hier bei VPN und dann bin ich hier schon bei Teleport, VPN-Server und so weiter und so fort. So, hier ist nochmal der Hinweis, ne, dass man die WiFi-Man-App entsprechend braucht und Teleport ist jetzt bei mir hier schon angehakt. Da müsst ihr vielleicht bei euch gucken, ob das angehakt ist oder nicht. Ich glaube, es war sogar per Default angehakt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und dann gibt es hier eigentlich nur noch zwei weitere Punkte, nämlich einmal die Einladung. Ne? Da gibt es hier auch noch ein Infofeld. Ne? Generate a unique link for a user to click and get access to your Teleport Network. Heißt also, einen individuellen Link hier erzeugen für einen einzelnen Nutzer, damit er entsprechend auch Zugriff auf das Netzwerk bekommt. Ne? So, und this link will open the WiFi-Man app on their device. Das stimmt nicht ganz, zeige ich euch gleich. Also man muss da doch den einen oder anderen Schritt ein bisschen manueller machen, aber im Grunde genommen auch nicht wirklich schlimm. So, und jetzt ist der nächste Schritt eigentlich, dass ich hier sage, ich muss mir jetzt hier für mein Gerät, was ich gerne im Netzwerk haben möchte oder dem ich den externen Zugriff geben möchte, muss ich jetzt hier eine Einladung entsprechend kopieren. So, jetzt generiert er mir hier einen Link. Ne? Und hier steht nochmal der Hinweis, ne? Dieser Link ist nur für einen einzigen Nutzer, ne? Also der sollte auch nicht mit mehr als einem Nutzer entsprechend geteilt werden und dass dieser Link entsprechend in 24 Stunden abläuft. So, ich kopiere mir den jetzt einfach und jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe jetzt nämlich her und verschicke mir den per E-Mail. So, jetzt bin ich hier auf meinem Smartphone und ich bin in keinem WLAN, sondern ich bin ganz normal über meinen Mobilfunkprovider entsprechend eingeloggt und ich habe jetzt hier einfach mal auf meinem Telefon eine entsprechende Ping-App gemacht, um auch zu gucken, ob ich jetzt wirklich auch ins Netzwerk komme. Ich dürfte ja jetzt nicht reinkommen. Ne? So, und wir machen jetzt einfach mal Folgendes. Ich gebe jetzt hier einfach mal eine IP-Adresse ein und zwar ist das die IP-Adresse von meinem Server, der ist im Default-LAN und ich sage jetzt einfach mal so 192.168.1.30 und sage Ping. So, und jetzt dürfte der mir gleich über die Zeitüberschreitung rausfliegen. Ja, heißt also, ich bin nicht wirklich, kann nicht wirklich pingen. Ne? Überraschung, soll auch so sein. Gut, jetzt machen wir nochmal Folgendes. Das ist der erste Test, den machen wir gleich auch nochmal, wenn wir den VPN haben. Bin jetzt im Default. Ich habe ja noch VLANs und jetzt gucke ich einfach mal, ob ich Zugriff auf irgendein VLAN habe. Darf natürlich nicht sein, aber ich mache jetzt einfach 10.10.10.70. Das ist ein Container, der bei mir läuft im VLAN 10 und überraschenderweise ist der auch nicht erreichbar. So, sehr schön. Also bis dato erstmal alles richtig gemacht. So, jetzt sind wir hier in der WifiMan-App und jetzt muss ich natürlich den Link, den ich mir gerade geschickt habe, den habe ich in der Zwischenzeit hier aus meinem Mail-Programm rauskopiert. Und ich muss entweder hier mich in die Konsole einloggen, was ich ja gar nicht möchte, sondern ich möchte eigentlich das über den Link machen. Und das mache ich hier oben, indem ich auf diese drei Punkte tippe. Und da sagt er mir Teleport Einladungslink hinzufügen. Und dann machen wir das einfach mal, drücken wir da drauf. Und da kommt schon was. Das heißt also, der hat in die Zwischenablage geguckt und hat gesagt, jo, ist alles da, also sage ich jetzt hier verbinden. So, dann gucken wir mal, was er jetzt macht. So, und da sehen wir, dass ich jetzt verbunden bin. Das sieht doch schick aus. So, ne? So, jetzt sehen wir auch, ob hier irgendwelche Daten fließen. Und dann würde ich sagen, ist der nächste Schritt. Wir gucken uns jetzt mal wieder an, ob wir denn im Ping-Programm auch wieder zugreifen können. Ne? Wir haben jetzt hier noch den 10, 10, 10, 70 stehen und wir sagen jetzt einfach mal Ping. Ja, und geht. Ne? Also ich komme zumindest auf meinen Container, 10, 10, 10, 10, 70 komme ich drauf. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit meinem Server, mit der 192.168.1.30 und sagen Ping.
Da ist ein Fehler. Das muss nämlich auch 168 und nicht 169 sein, weil sonst funktioniert es auch nicht, ne? So, 122.168.1.30. Und wenn ich jetzt sage Ping, dann sind wir wieder da. Also funktioniert auch. Somit ganz einfach Verbindung hergestellt. So, das war es auch schon. Wie schon gesagt, Zero VPN. Teleport VPN ist für mich eine absolut geniale Lösung. Es ist absolut kinderleicht einzurichten und für das, was ich damit machen möchte, völlig ausreichend. Ja? Also wer mehr Funktionalität benötigt, wie zum Beispiel einen konfigurierbaren VPN-IP-Bereich, ne? Das heißt also, Teleport nutzt bei mir jetzt den Bereich und der ist unveränderbar 192.168.2.12345. Da kann ich nichts dran machen. Wer da etwas mehr Flexibilität benötigt, da ist Teleport dann vielleicht jetzt nicht die richtige Lösung. Genauso, wer eine Side-to-Side-Verbindung braucht, dafür ist Teleport einem einfach nicht gemacht. Das kann es nicht. Aber Unify bietet da natürlich auch andere Möglichkeiten, auch wenn diese IPv4 basiert sind und für mich dann vielleicht nicht zum Tragen kommen. Aber grundsätzlich gibt es diese Lösungsmöglichkeiten und von daher kann man damit dann auch entsprechend arbeiten. Was ich persönlich als nachteilig bei dieser Lösung empfinde, ist, dass die VPN-Clients, sobald sie eigentlich online sind, und ich war ja gerade wieder online, die werden nur unzuverlässig im Controller gelistet. Das heißt, da wo alle eure Devices auftauchen, gibt es normalerweise dann auch oben ein Feldchen, ne? Da steht ja, weiß ich nicht, wireless, wired, und so weiter und so fort. Und da gibt es dann auch einen Punkt, wo steht, Teleport. Und da tauchen die Clients nach Zufall auf. Ne? Also ich finde meinen Client häufig dann offline, dass er im Offline-Bereich angezeigt wird, aber online ist das manchmal da, manchmal nicht. Also das funktioniert nicht sauber. Ne? Also da gibt es auch, ich habe da schon ein paar Hilfeseiten durchsucht, da gibt es auch Hinweise, ja, du musst den Browser aktualisieren mit F5, du musst die Einstellungen auf der rechten Seite da bei den Sichtbarkeitsgeschichten richtig machen. Ja, habe ich alles kontrolliert, habe ich gemacht. Wie gesagt, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Eigenartig. Jetzt ist das Problem für mich nicht ganz so gravierend, weil ich habe am Ende des Tages ganze zwei VPN-Clients. Ne? Ich habe mein Smartphone, ich habe mein Tablet und meistens ist das so, dass ich derjenige bin, der sich einloggt. Also da muss kein Administrator sitzen und gucken, wer ist jetzt eigentlich gerade online. Von daher ist das Problem für mich oder diese Thematik für mich nicht ganz so gravierend. Ne? Hält sich bei mir in Grenzen. Was für mich auch noch nicht hundertprozentig klar ist bei diesem Teleport VPN, ist, wie die Funktionalität meiner Domänenauflösung, die ich hier zu Hause habe, dann überhaupt läuft. Ne? Also ich habe ja gerade gezeigt, ne, wenn ich mich anpinge mit den IP-Adressen, funktioniert das alles. Ich habe aber auch festgestellt, dass wenn ich einen Domainnamen entsprechend angebe aus meinem Heimnetzwerk, der sich im Default-LAN befindet, dann löst er auf und lässt sich pingen. Wenn der Domainname sich aber in einem VLAN befindet, dann löst er den nicht auf, ne? Dann habe ich nur die Möglichkeit, über die IP-Adresse zuzugreifen. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich will nicht ausschließen, dass da das Problem vor dem Rechner sitzt, dass ich irgendwelche Traffic-Regeln vielleicht nicht so eingerichtet habe, wie sie da benötigt werden. Also wenn ihr da Hinweise habt, wo ich da hinzugucken habe, damit ich das eventuell auch hinkriege, oder ob das vielleicht ein generelles Unify-Thema ist oder Unify-Thema ist, lasst es mich wissen, das wäre super, weil wie gesagt, ich stehe da gerade auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, warum es auf der einen Seite funktioniert und auf der anderen Seite eigentlich nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, funktioniert doch recht gut. Ja, und das war eigentlich auch schon meine Sicht auf Unify Teleport VPN. Eine wirklich, wirklich einfach einzurichtende Möglichkeit, ein VPN-Netzwerk aufzusetzen. Also einfacher habe ich es noch nicht erlebt und ich habe mich schon versucht an WireGuard, an OpenVPN und so weiter. Also mit einem Klick und Haken mal eben fertig machen, nur einen Link verteilen. Respekt, alles super. Läuft sauber. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video einen Einblick geben konnte, dass ich euch vielleicht auch sogar helfen konnte. Und wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Hilft mir, hilft dem Kanal und ihr dürft natürlich auch gerne kostenlos abonnieren den ganzen Kanal. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr auch informiert, wenn ich hier etwas Neues mache. Ansonsten, wenn ihr Anregungen, Kommentare, Fragen habt, bitte packt sie unten in die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles relativ zeitnah zu beantworten. Und ansonsten bleibt mir nur noch über. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss, bis demnächst.